Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge, da sind wir zu Milas Schrein gegangen. Also viel früher. Und ja, Mila will immer noch diese komische Lanze zerstören, die wir im Forschungszentrum gefunden haben. Und Jude begleitet sie. Alvin wurde für seinen Auftrag bezahlt, ist aber direkt wieder zurückgekommen und begleitet uns wieder. So, und jetzt, es geht Mana speichern. I don't get it. How could the four great spirits get captured? Fundamentally, the four are masses of mana. The Lance of Kresnik absorbs mana and von Kresnik, genau. Able to store it. I never thought that was even possible. Apparently it is. We have to go rescue the four then. I do like the pluck, but this might be a case where a bit of pluck will get you a lot of dead. A pissed off med students, probably not a tall order for the group that bagged the four great spirits. Ja. Und Alvins Geheimnis, natürlich kommt noch ein Skit. Where'd you go after you left the shrine in Neokara? That's a secret for grown-ups. It sounds like you're trying to hide something. Figured that out, did you? Do you want to ask what I was doing? You don't want to tell me, that's fine. If it's fine with you, then I ain't telling. You don't want to tell me? You don't want to ask? I'm starting to think I'd rather not know. I'm starting to think you're probably right. Sehen hier nur am Verarschen. To just leave the temporal stones there without putting them back? It's fine. Just keep quiet about it and no one will even know it was us. Ja. Wir müssen zurück nach Hammel. Von dort aus müssen wir zu einem Hafen gehen. Ich glaube wieder zu dem Hafen, wo wir am Anfang waren. Ich wechsle mal zu Alvin. Und laufen mit ihnen herum. So, und ach ja. Ich habe mal was gemacht. Kostüm? Ja, guckt euch das mal an. Zack. Alvin ist grün. Halt. Und guckt euch das mal an. Jude ist rot. Und Mila ist weiß-blau. Was irgendwie an das Aussehen von Espel aus Tales of Grace gesehen hat. Ja. Wie ich herausgefunden habe, kann man online einige Kostüme schon runterladen. Darunter sind auch noch ein Pack mit kostenlosen Kostümen für jeden Charakter. Das Einzige, was die eigentlich machen, ist nur die Farbe ein bisschen ändern, aber ich fand es cool und es ist umsonst, also warum nicht? Bei einigen lasse ich jetzt vielleicht. Gut, finde ich dann Standardfarbe eigentlich ein bisschen besser. Aber Elvin Farbe lasse ich. Grüne sehen ja viel besser aus. Mila erinnert zu viel an Espel. Wir spielen ja nicht Tales of Graces F, wir spielen ja Tales of Xillia. Obwohl bei Tales of Graces F könntet ihr auch bei mir mal reinschauen. Nur so nebenbei. Aber egal. Ich glaube, bis zur Rückkehr nach Hammel werde ich die Kostüme erstmal lassen. Geh da runter. Jo. Der Riese Alvin springt darunter. Der Typ ist aber auch groß. Wenn man ihn hier so mit Mila und mit Jude vergleicht. Oh, er braucht nur noch 57 Erfahrungspunkte. Also Alvin. Das ist gut. Ja, er weiß, vielleicht kommt direkt noch ein Boss hier auf dem Rückweg. Ich weiß ja gar nicht. Hey, Spinnennetz. Das habe ich beim letzten Mal nicht entdeckt. Cool. Oh. Sind wir so da hochgekommen? Egal. Haben wir ja noch was? Nö. Doch. Nee. Ich dachte. Ja, auf dem Rückweg finde ich vielleicht einige Gegenstände, die ich. Watch out for the rocky outcroppings. They might be monsters in disguise. Hä? Der meint mir Monster in disguise? Ach, in disguise, war. Ja, pass auf die Steine am Boden auf. Das können, da könnten Monster im Himmel sein. Nein, das sind, könnten getarnte Monster sein. Haben mich schon gefragt, was? In disguise? Okay. Ich möchte mal ein getarntes Monster finden. Erstmal möchte ich so schnell wie möglich zurück nach Hammel. 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 Ja. Ja, ein, zwei Kämpfe könnte ich noch machen. Für ein Level Up für Jude. Für Alvin.
Ist aber nicht schon ein Level zu hoch ist. Komm her! Muss auch ein bisschen Action sein in dem Part. Du sollst springen. Boah. Und aufladen, zack. Und du sagst, dass meine Ladung kaputt gemacht, Mann. Aua. Das fällt ja voll um. Und schaffe den Mondzahn. Helf mir mal einer. Da. Zack. Ja, die kalte Schulter. Gewonnener Titel, Combo mache. Geil. Schade, dass ja nicht jeder Charakter wieder Titel hat. Die Titel hier gelten für die ganze Gruppe. So wie ich das mitbekommen habe. Boah, bist du langsam in der Luft auf Angreifen. Hier wird kein professioneller Luftkämpfer, was? Da liegen auf einmal alle am Boden. Wo ist das denn? Wow, was so? War das Monster oder war das wieder? Zack. Wenn ich nach einem aufgeladenen Angriff direkt da aufladen kann, das finde ich richtig klasse. Zack. Gibt es auch irgendwann so Fertigkeiten, wo er mit seinem aufgeladenen Schwert mehr Schaden macht oder so. Würde ich jedenfalls sinnvoll finden. So, und das Mabu Curry wurde verputzt. So, jetzt möchte ich mal nachgucken. Nein, das kommt doch nicht mal wieder. Verdammt. Nee, so was will ich nicht. Ich bin schon stark. Oh, willst du auch was essen? Okay. Bin ich richtig? Hold down your skirt. Why? Wouldn't it be difficult to keep my balance in that pose? Oh, das war so zweideutig. So offensichtlich zweideutig. Ich meine, natürlich war es zweideutig. Achtung! Hä? Was passiert? Schon Achtung! Auf was soll ich denn achten, Mann? Ja. Auf solche Kommentare habe ich schon wieder hier gewartet. Wir dürfen nicht vergessen, das Spiel kommt aus Japan. Das sagt von links genug, ne? Angriff gesehen, aber auch heftig. Ja. Ich wollte eigentlich das machen. Ja, jetzt natürlich zu spät. Und Tiger Rage. Guardian Field. Weil diese ganzen Techniken so aneinander zweien, so schön. An. Nächster. Bam, 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 bam. Komm schon. Boah, warum halten die denn so viel aus? So, Level up. Gut. Das Achtungssymbol. Das Achtungssymbol ist ein seltenes Spezialsymbol und kennzeichnet eine Gruppe von Gegnern, die stärker sind als normal. Oh, wenn du einen Kampf gegen Gegner mit einem Achtungssymbol gewinnst, erhältst du doppelt so viel Erfahrung und Gold wie sonst. Wenn du deinen Kampffertigkeiten vertraust, ist es ein Versuch wert. Oh, ach so. Ach, stimmt. Ich bin ja schon mal Monstern begegnet, die irgendwie so ein Ausrufezeichen hatten. Liegt das irgendwie so zusammen? Hm? Ja, natürlich. Ich wurde doch gerade erklärt, Mann. Idiot. Ja. Das war ich, wie ich mit mir selber argumentiere. Gehst du weg, Mann. Gehst du weg, gehst du weg. Ich will da runter. Ich kann ja runter. Geil. Elegant ausgewichen. So. Ui. Hier natürlich alles mit. Der Laden wird natürlich direkt erweitert. Wo ich ja schon viel zu stark bin, finde ich. Letzter Boss war ja kein Problem. Aber wer weiß.
Vielleicht liegt es daran, weil ich mich so gut hier vorbereite. Ne? Ne? Ein Eisenpanzer. Und die Sachen hier wurden vom Preis her reduziert. Oh, was? Zack. Oh, Level 10 schon, mein Gott. Möchte ich dort lieber was anderes. So, zwei Level. Zauberer-Emblem und Wächter-Emblem. Und das... Mein Gott, bringen die Dinger viel. Alles erstmal so auf Level 7. Ach du fucking... Okay. Damit wäre wohl bewiesen, dass diese Dinger irgendwie verdammt viel... Wow. Verdammt viel wert sind. So in Sachen aufleveln. Ja. Level 9. Ist auch viel zu einfach, das hier hochzuleveln. Wie weit kann man das denn hochleveln? Na, wenn man das nicht mindestens bis Level 2000 oder so hochlevelt, ist das ganz schön einfach hier. Und nee. Nicht übertreiben, Daniel. Nicht übertreiben. Vor allem nicht hier für so einen normalen Itemshop. Ich überlege, ob ich das offscreen mache, aber... Wozu? Das geht doch schnell. Ist ja nicht so, als hätte ich schon sonst irgendwie Zeit verschwindet. Und dann kriege ich ein Blim. Und baller mal noch so ein Ding rein. Giftwehr, Heilarmspange. Ich glaube, viel mehr wird hier nicht mehr passieren, ne? Ich wollte trotzdem mal ein paar Gegenstände. So. Ja, alles bis Level 9, das dürfte reichen erstmal. Mann, du bist ja auch noch nicht auf Level 9, Mann. So. Und zack. Ne, das ist erst Level 8. Skimitar. Den Namen kenne ich. Verdammt. Königliche Klinge. Und. Ja, was soll's hier? Silbererz. Königliche Finger. Oh. Ja, aber diesmal haben wir nichts Neues bekommen. Was soll das denn? So, wie viel Geld habe ich? Das recht locker. Ein Skimitar und eine königliche Klinge. Danach können wir uns nichts mehr leisten. Gekaufte Waffen ausrüsten? Ja klar. Was stand da? Donnerfaust. So, dann noch den Rüstungsladen, obwohl wir uns zwar nichts mehr leisten können. Doch, können wir. Ihnen kann ich einen Eisenpanzer geben. Er hat noch nicht. Na gut, dann war das. Zack. Ich hoffe, du hattest vorher so ein Dingen. Ja. Ja, ich hätte vielleicht unter Accessoires kaufen sollen. Ja. Egal. Warum wird das geändert? Man sieht doch gar nichts bei ihm. So, aber ich würde sagen, das war's für diesen Part. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal ein. Ich bin Daniel LP. Nur damit ihr es wisst. Ciao.